I stay on page six. I'm even your favorite's favorite. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. Hallo und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Endstand 1:2. Ich möchte beide Trainer begrüßen. Sedat Gören zu meiner Linken, Michael Stahl, Trainer der TuS Koblenz zu meiner Rechten. Herr Gören, zunächst einmal Glückwunsch zum Auswärtserfolg. Kein einfaches Spiel über eine Halbzeit in Unterzahl. Ihre Worte zum Spiel bitte. Ja, hallo zusammen. Ich denke, dass wir gut im Spiel drin waren. Haben versucht, auch mit Ball in erster Linie Lösungen zu finden. War keine leichte Aufgabe. Wir haben die ganze Woche hinaus an die Spieler appelliert, dass es keine einfache Laufkundschaft hier ist. Muss natürlich auch Koblenz ein Riesenlob machen, die niemals aufstecken, niemals aufgeben, auch immer wieder versuchen, das Beste aus sich herauszuholen, auch diszipliniert zu verteidigen, auch trotzdem im Spiel drin zu bleiben. Das hat man heute gesehen. Ja, wie gesagt, dann kriegen wir natürlich so einen blöden Gegentreffer, wo der Ball kurz vom Tormann aufspringt und dann der Gegenspieler da einfach auf der Linie reindrückt. Und wir haben dann versucht, immer wieder nach vorne zu spielen und machen das 1-1. Natürlich auch zwischendurch die rote Karte war auch nicht günstig für uns. Wir haben heute einigen Jungs die Möglichkeit oder die Chance gegeben, dass sie heute sich zeigen können, präsentieren, nochmal aufdrängen können, dass sie Druck machen können auf die anderen Spieler, die jetzt ganze Zeit gespielt haben. Und man sieht aber natürlich auch, wenn man so gewisse Zeit draußen ist, da schwierig reinzukommen in solche Spiele, auch konditionell, auch vom Tempo her. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mit zwei Auswechslungen dann versucht, noch mal ein bisschen Frische reinzubekommen. Dann, wenn wir dann den Ball haben, dass wir auch geduldig bleiben, Lösungen finden und nicht draufgehen und den Gegner nicht unter Druck setzen, weil vom Konditionellen hätten wir das sehr wahrscheinlich nicht geschafft. Dieser eine Moment war dann da zum 2-1. Da denke ich, dass wir das auch gut gelöst haben, dass wir den Gegner binden und freilösen. Die Flanke war optimal gewesen und der Kopfball war super. Ich denke, dass wir hinten raus noch mal gut verteidigt haben. Koblenz hat noch mal verteidigt, offensiv umgestellt, uns noch hinten eingeschnürt. Da haben wir nicht so viele Möglichkeiten gehabt, dass wir uns befreien konnten, bis auf die eine Aktion vom Kapitän, wo er dann wirklich super den ersten Kontakt mitnimmt und dann war der sich zu sicher, ja, dass er den vielleicht unten reinhängt. Aber leider Gottes kein Tor, das hätte uns ein bisschen mehr Ruhe reingebracht. Aber ansonsten war es dann schwierig, gegen so einen Gegner kann immer was reinfallen, hinten Standardsituation oder abgefälschter Schuss, Handspiel, wie auch immer, Elfmeter und so weiter. Und ich denke, dass wir aber diszipliniert gut verteidigt haben, am Ende auch verdient gewonnen haben, weil wir zweite Halbzeit nicht so viel zugelassen haben und wünsche natürlich Koblenz, Coach, viel Erfolg weiterhin, ja, Stabilität weiterhin super bis zum Ende, ja, Fußball spielen, Agilität war überragend heute und ja, schönes Wochenende. Besten Dank, Stali, deine Worte zum Spiel bitte. Ja, wir sind natürlich extrem enttäuscht und ich glaube, niedergeschlagen ist nicht das richtige Wort, aber frustriert. Die Frustration war enorm groß bei uns, vor allen Dingen nach dem Spielverlauf und über die Art und Weise. Ich hoffe, mir gelingt es auch jetzt, das Richtige einzuordnen. Ich habe den Jungs auch gesagt, es wäre jetzt auch zu einfach, direkt nach dem Spiel zu sagen, okay, da haben Jungs auf sehr, sehr ungewohnten Positionen gespielt. Wir haben nicht mehr viele Leute zur Verfügung, verletzte Misere. Ich glaube, es wäre ein Ticken zu einfach, weil wir hatten ein 1-0. Und ich glaube, dass auch unsere Idee vom Verteidigen gut aufgegangen ist, dass wir über 90 Minuten, was die Defensive angeht, sehr wenig zugelassen haben. Wir haben eben zweimal entscheidend was zugelassen, was der Gegner zweimal sehr effizient ausgenutzt hat. Aber wir haben heute das Spiel genau in dem Moment verloren, wo der Gegner einen Mann verloren hat. Und das macht es bitter, weil wir dann komischerweise, obwohl wir es in der Halbzeit haben wir es angesprochen und nochmal reingerufen, wir haben in dem Moment, wo der Gegner die rote Karte bekommen hat, unsere Linie ein Stück weit verlassen und haben uns mit Ball selber verunsichert, indem wir kaum mehr als drei Pässe gespielt haben und den Ball wieder verloren haben. Technisch unglaublich viele Fehler, wir hatten dann keine Ruhe mehr. Und so haben wir uns Stück für Stück selber nach unten gezogen, weil wir den Gegner nicht in Bewegung gebracht haben. Und jeder, der
mal auf dem Platz gestanden hat, wenn der Gegner einen Mann weniger hatte, Brockstadt hatte ja trotzdem zwei Viererketten, eine Viererabwehrkette und ein Vierermittelfeld. Jetzt ist erstmal gar nicht so viel passiert. Wir hatten natürlich viel mehr Platz im Aufbau und noch weniger Druck und konnten in Höhe Mittellinie unser Spiel aufziehen. Aber hinten in der Defensive hat das mit dem Zahlenverhältnis erstmal nichts gemacht. Und dementsprechend wollten wir eigentlich in der zweiten Halbzeit einen Spielfluss gewähren. Genau das, was der Sedat angesprochen hat, nämlich auch den Vorteil ausnutzen, dass es dann konditionell irgendwann schwierig wird, wenn wir den Ball laufen lassen. Der Ball muss im Spiel bleiben, wenig Unterbrechung. All das, was wir ja eigentlich normalerweise, wenn wir was in der Hand haben wollen, wir wollen das ja dann auch, dass nicht so viel Spielfluss ist, dass wir defensiv kompakt stehen, dass wir immer wieder auch Ruhephasen bekommen. Und jetzt haben wir uns in der Halbzeit aber vorgenommen, ruhig zu bleiben und dem Gegner eben keine Ruhephasen zu können, dass der Ball lange im Spiel bleibt. Wir haben uns dann in 1-gegen-1-Situationen verstrickt, kaum verlagert, das Spieltempo nicht hochgehalten. Es war dann zu langsam, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Und dementsprechend ist dann genau das eingetreten, dass Brockstadt trotzdem mit einer Aktion in 2-1 in Führung gehen kann und wir keine Antwort mehr gefunden haben. Und das macht es heute für uns extrem enttäuschend, dass wir dieses Spiel dann eben sogar verlieren. Dann müssen wir es 1-1 spielen. Wie gesagt, und natürlich ist unsere Situation heute wäre trotzdem deutlich mehr drin gewesen. Und ich glaube, wir sollten auch nicht den Fehler machen, das in den nächsten Wochen immer und immer nur auf diese Themen zu schieben, weil das wird uns auch nicht helfen im Hinblick auf Pokal, im Hinblick darauf, die Restsaison fertig zu spielen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, defensiv weiter gut stehen. Kann man heute in der Defensive nicht ganz so viel Vorwürfe machen, außer dass wir zweimal entscheidend dann was zugelassen haben, aber ansonsten war es jetzt nicht so, dass wir da massig Torchancen gegen uns bekommen haben. Wie gesagt, heute mussten wir das Spiel mit Ball machen, spätestens nach der roten Karte, und das haben wir einfach nicht gut genug gelöst, um hier was zu holen. Deswegen pflichtig dabei ist das dann unterm Strich ein verdienter Sieg, wenn man die Effizienz an den Tag legt und wir das dann nicht mehr so gelöst bekommen, um zu mehr Torchancen zu kommen. Danke, Stali. Gibt es zunächst einmal Fragen seitens der Presse- und Medienvertreter? Ja? Frage an Michael Stahl. Ist so ein Spiel dann vielleicht sinnbildlich für die ganze Saison, wenn man so lange Überzahl spielt und dann trotzdem verliert gegen einen Gegner, der ja vielleicht nicht den besten Tag oder fußballerisch hatte? Nein, die Einschätzung passt überhaupt nicht, weil sinnbildlich würde ja bedeuten, dass wir auf Tabellenplatz 17 stehen, weil wir nicht in der Lage sind, tiefstehende Gegner mit Ball zu bespielen. Sinnbildlich würde bedeuten, dass wir eigentlich über so viel Qualität verfügen, dass wir solche Gegner hier zu Hause schlagen müssten. Deswegen passt sinnbildlich in dem Bezug überhaupt nicht. Gibt es weitere Fragen? Frage an Sedat, was sagen, also du bist sonst ein sehr, sehr kritischer Trainer, was sagen diese 90 Minuten jetzt ja, der Gegentreffer hat uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dann kam nochmal die rote Karte dazu und das hat die Situation nicht einfacher gemacht auf dem tiefen Boden, der ein bisschen holprig war, und da nochmal eine Spielkultur reinzubekommen. Wir wollten eigentlich hier auch spielerisch nochmal zulegen, ja, das ist durch die Bedingungen, die ich jetzt ernannt hatte, nicht zustande gekommen, aber wir haben das gut gemacht defensiv, ja, da musst du halt mal beim Tabellen 14 oder 15 oder 16, egal in welcher Situation der Gegner ist, ja, da trotzdem nochmal zu verteidigen, weil sie spielen ja auch in der Regionalliga, ja, dann hat die Mannschaft auch eine gewisse Qualität, sie ist ja nicht umsonst aufgestiegen, und deswegen ordne ich den Sieg auch heute als ja, ein klasse Arbeitssieg, ja, wo das Team dann auch wirklich alles rausgefeuert hat. Der einige war von der konditionell schon wirklich sehr, sehr am Limit. Einige haben ja dann rausgeholt, dass sie nicht übersäuert sind. Kann ja noch mal eine Verletzung passieren. Und deswegen sehe ich das nicht so jetzt, dass ich irgendwie gewisse Kritikpunkte jetzt an der Mannschaft gefunden habe. Umgekehrt, ja, die Jungs haben das super gemacht. Man darf nicht vergessen, dass wir heute noch mal 5 Positionen als Änderung hatten. Ja, da sind 3 Jungs dabei, die letzte Woche noch im Stamm waren. 4 sogar. Gelbsperre plus Dennis Owusu, Petö nicht dabei. Also die Mannschaft hatte heute ein ganz anderes Gesicht. Und man muss natürlich den Spielern auch mal die Möglichkeit geben, wenn du 4 Wochen lang nicht spielst, dann ist das Spieltempo oder die konditionelle Maßnahme von einem Spieler, der länger nicht spielt, ja, ganz anders als einer, der jetzt kontinuierlich jeden Tag erste Elf dabei ist und 90 Minuten die Kilometer runterspielt, ja, und deswegen ist es nicht einfach, ja, für Dittmann oder Matthäus und so weiter, ja, das ist auch kein Kritikpunkt an die Jungs, ne, aber wie gesagt, ich denke, dass wir am Ende auch verdient genommen haben. Alle personell
Ja, Daniel hat beim Aufwärmen hat die Wade zugemacht und es bestand einfach ein Risiko, dass er sich verletzt. Und das können wir nicht nehmen. Passt gerade so ein bisschen in unsere Situation. Ne? Ja, aber das eben schon mal erwähnt. Wir müssen es besser draus machen. Aber ja, Daniel hat was an der Wade und konnte deshalb nicht spielen. Deswegen haben wir dann Lukas Cimcak noch reingepackt. Gibt es weitere Fragen? Also aus meiner Entfernung habe ich sie wirklich nicht so wahrnehmen können. Ich kann deswegen auch keine richtige Entscheidung jetzt darüber geben. Ja, wir müssen uns nach den Bildern gucken und dann können wir eine gewisse Situation antworten. Und der Junge sagte halt, der hat ihn so an der Brust weggeschubst. Der andere meinte dann, er hat ihn am Hals. Schiri meint am Hals. Wenn das natürlich der Fall ist, dass er am Hals ihn weggeschubst hat oder gepackt hat, ja, und dann darf er das natürlich nicht, ne? Dann muss er sich natürlich zurückhalten, auch wenn der Gegenspieler provoziert, wie auch immer. Das ist ein junger Kerl, der auch heute von Anfang an begonnen hat, wollte natürlich jedem zeigen, übereifrig, vielleicht übermotiviert, dann passiert so eine Aktion und dann muss er wegbleiben natürlich, wenn der Schiri das so beschildert. Ja, muss einfach wegbleiben, die Hände im Rücken halten, einfach nicht zuhören, intern bleiben, keine externe Sachen mitnehmen. Das haben wir aber voraus immer wieder den Spielern mitgegeben. Sowas möchte ich gar nicht sehen. Eigentlich haben wir keine rote Karten. Ja, wenn man spielerisch oder der Mannschaft weiterhelfen möchte, ja, Notbremse und wie auch immer, gelb-rote Karte durch einen taktischen Foul, dann hilft man der Mannschaft, aber so schießt man sich selber weg. Ja. Besten Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Blick in die Runde. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich noch einmal auf die nächsten beiden Termine verweisen. Unserer TUS, das ist relativ einfach gesprochen, jeweils samstags 14 Uhr, also Samstag, der 16. März, ist das nächste Ligaspiel unserer Schengel. Dann sind wir zu Gast beim TSV Schott Mainz und das nächste Heimspiel dann heute in zwei Wochen um 14 Uhr, ebenfalls samstags, das ist dann der 23. März. Dann empfangen wir hier den Balinger SC. Den Gästen aus Fulda wünschen wir noch alles Gute, spielt eine tolle Runde, weiter so. Und wir werden die Krone richten und wieder aufstehen. Besten Dank, das war's. Wir sind die Black Blue Schengel.